Mittagessen. Und zwar, machen wir Licht an hier, gibt es heute vegetarische Maultaschen mit Gemüsesuppe. Das ist einfach nur Brühe mit Karotten, Suppengemüse halt, ne? Da ist noch Porree drin, dann Petersilie und noch irgendwas anderes. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie das heißt. Aber es schmeckt sehr lecker. Aber das Beste daran sind nicht nur die Maultaschen, diese vegetarischen, sondern eigentlich die Brühe. Das ist ja von Gefro. Das schmeckt so geil. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, kauft das mal, probiert das mal. Es gibt ja auch so eine Aktion, wenn man so ein Probepaket kann man sich ja kaum bestellen lassen. Das kostet ja gar nichts. Und probiert das mal aus. Es ist wirklich geil. So, meine Lieben, das ist heute mein Frühstück wieder. Und wieder Brötchen mit Radieschen. Das sieht auch viel zu viel aus, ne? Das sind eigentlich 2 Teelöffel Margarine. Dann habe ich da 2 Teelöffel Tomatenmark, getrocknete Tomaten, Wurst und Käse und Eier. Hallöchen, meine Lieben. Ich glaube, herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auch nicht. Mal gucken. Ich werde mich jetzt fertig machen und schminken, weil mein Vater hat heute Geburtstag. Und dann werde ich jetzt mich ein bisschen schminken und dann gleich dahin fahren. Wie gesagt, mein Bruder holt mich ab mit seiner Freundin. Und genau. Also viel Spaß beim Schminken. Wegbügeln muss. Ja, das mache ich, werde ich nachher machen. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, und zwar meinen Wochenplan, nicht nur für diese Woche, sondern erst für die nächsten 4, 3,5 Wochen. Genau. So, pack mal schnell. So, jetzt stört mir dieser blöde Punkt da wieder. Seht ihr den da oben? Da, ne? Ja, der geht irgendwie nicht weg. Das ist irgendwie in der Linse drin. Aus wie so eine Spinne, die hier unterläuft. Ist es aber nicht. Ist auch egal. Aber geht mal weg ganz kurz. Ja, ja, ja. Die Katze macht mich ja wahnsinnig. Komm mal her, Maus. So. Warte mal ganz kurz. So. Der schwarze Punkt, der bleibt jetzt da. Der ist jetzt leider immer schon da. Also irgendwas ist da mal passiert. Aber ist auch nicht so schlimm jetzt. Wie gesagt, das ist jetzt 50 Punkte. Blau. Und dann habe ich hier einmal diese Woche und nächste Woche, übernächste Woche. Und diese Woche gibt es, gab es heute, ist ja Mittwoch, Aufschnitt und 2 Brötchen gab es heute. Dann gibt es heute Mittag Gemüsesuppe mit Maultaschen, die habe ich selbst gemacht. Also die Suppe, ne? Die Maultaschen nicht, die habe ich gekauft. Dann zum Abendbrot gibt es generell, also wirklich bei mir mal Brot, aber ohne Kruste. Ne? dann Himbeerjoghurt. Dann morgen gibt es Brötchen wieder mit Aufschnitt, dann wieder die gleiche Gemüsesuppe mit Maultaschen,
Dann zweimal, also zwei Scheiben, ne, Brot mit Aufschnitt. Und als Snack gibt es Eis. Dann wieder Brötchen mit Aufschnitt. Also der Brötchen mit Aufschnitt ist erstmal die nächsten Tage erstmal immer. Dann gibt es Wirsing Kartoffelsuppe, die mache ich auch noch selber. Dann habe ich hier wieder Brot, Aufschnitt und dann auch wieder Eis. Dann am Samstag das gleiche. Dann am Sonntag gibt es Brötchen, wie gesagt, Aufschnitt. Dann WW Wraps, die haben ja bei jedem Punkte, also hier bei jeder Farbe, also grün, blau und lila, beide drei Punkte. Und dann habe ich hier Hickhack-Bällchen, diese vegetarischen Bällchen, die wirklich richtig, richtig geil schmecken. Und als Armbrot gibt es dann Wirsing Kartoffelsuppe. Mal gucken, ob ich das esse. Das weiß ich halt noch nicht, weil ich ja nicht weiß, ob ich bei meinem Vater eingeladen bin oder nicht. Und dann habe ich als Nachtisch auch Eis. Eis habe ich noch einiges leider. Dann wieder Aufschnitt, Aufschnitt, Aufschnitt. Und hier unten fängt es mal mit Knäcke an, aber irgendwie das gleiche eigentlich. Nächste Woche habe ich frei, die ganze Woche. Ja, da freue ich mich schon drauf. Genau. Hier habe ich wieder die Wraps mit Tofu diesmal. Oder dieser Hickhack-Bällchen, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube eher Tofu. Dann habe ich hier Brot und Aufschnitt. Und dann hier als dazu Suppe, Thai-Suppe. Das ist hier von Gefro. Die muss nicht weg, aber die, ja, ich möchte mal alles aufbrauchen. Hier habe ich dann auch wieder Brötchen. Grüne Bohnentopf. Das ist auch so eine Dose, die muss nicht weg, aber ich möchte es mal aufbrauchen. Und als Armut gibt es wieder das gleiche wie gestern. Das gibt es dann auch fast die ganze Woche, außer hier Freitag gibt es dann mal Knäcke. Hier oben habe ich dann grüne Bohnen, dann Lidl, das ist Spaghetti mit Käsesoße. Ja, die habe ich jetzt auch dann zwei Portionen, also Mittwoch und Donnerstag nächste Woche. Dann habe ich Freitag gibt es dann Spinat, Kartoffeln mit Spinat und ja, dann an dem Wirsing Eintopf. Genau, das ist auch so eine Dose. Am Samstag und am Sonntag gibt es dann Nudeln mit Balsamico, na, eigentlich nicht, Basilikum Soße. Genau. Das ist die zweite Woche, dann die nächste. Einfach hier ist immer das gleiche, außer hier Haferflocken mit Milch. Muss ich noch die Milch noch mal kaufen, glaube ich. Bis dann ist die aufgebraucht, glaube ich. Oder Haferflocken mit Milch und noch mal Haferflocken mit Milch. Oder Müsli halt. Kommt mir drauf an, was ich möchte. Hier gibt es wieder Nudeln mit Basilikumsoße. Dann hier diese 5-Minuten-Terrine habe ich ja auch einige. Die habe ich Fusilli, die ich an dem esse. An dem Dienstag. Dann Tag arbeite ich wieder. Genau. Weil am Montag ist ja noch Ostermontag. Und Dienstag geht ja wieder Arbeit los. Dann hier habe ich wieder Käseaufschnitt. Also hier Knäcke, meinte ich. Dann habe ich hier auch so 5-Minuten-Terrine. Dann, Gespenstersuppe. Das ist so Tomatensuppe, eigentlich für Kinder. Aber ja, schmeckt auch nicht schlecht für Erwachsene. Dann an dem Freitag gibt es hier Maggi-Hochzeitssuppe. Da mache ich immer so einen Schuss Essig rein, weil das schmeckt ja noch besser, finde ich persönlich so. Dann gibt es als Armbrot, hier gibt es dann 5-Minuten-Terrine Curry. Ich habe jetzt die Punkte, die da eigentlich dazu gehören, nicht aufgeschrieben, weil das wäre dann sehr ja nicht so schön aus. Ne? Dann gibt es Gemüsesuppe, auch von Maggi. Und dann als Armbrot gibt es dann 5-Minuten-Terrine Bollo. Nese. Dann am Sonntag bin mir halt nicht sicher, ob ich dann wieder eingeladen bin bei meinem Vater oder halt nicht. Dann gibt es hier Zwiebelsuppe zum Mittag und dann als Armut wieder diese 5-Minuten-Terrinen Nisin. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Dann kommen wir zum letzte Woche. Dann hier haben wir grüne Bohneneintopf und hier als Frühstück gibt es ein Grießbrei. Grießbrei, Müsli, Müsli, Müsli. Ich glaube, da müsste ich nochmal wieder Milch einkaufen oder Joghurt, was auch immer. Hier habe ich dann grüne Bohnentopf. Die andere, ich habe zwei davon. Dann habe ich hier Nudeln mit Olivensoße. Die schmeckt auch sehr gut. Ich hoffe, die schmeckt genauso lecker wie vor von einem Jahr. Dann hier Reis, Baked Beans und Hickhackbällchen. Oder halt Tofu. Kommt drauf an, was ich gegessen habe an dem nächste Woche oder so. Dann habe ich hier Champignonsuppe, auch Maggi.
Ja, Nudel, Tomatensauce. Das sind die Tomatensauce, die habe ich noch im Eis für früher Fach, also im Gefrierfach. Und die muss auch dann langsam mal weg, weil ich gemerkt habe, dass ich hatte hier eigentlich noch 3 oder 4 Brezel, aber die sind dann schlecht geworden im Eisgefrierfach, weil, also im Gefrierfach, weil man die, glaube ich, nur so ungefähr ein paar Wochen nur da drin lassen darf. Und ich hatte die jetzt ein bisschen länger drin, ne? Und dann habe ich sie aufgebacken und dann an der, ja, die schmeckten ganz anders. Und deswegen habe ich gesagt, nee, mach die lieber weg. Hier gibt es als Abendbrot dann am Montag nochmal diese andere Bolognese, die habe ich ja zweimal. Da habe ich hier Fleischklößchensuppe. Da mache ich auch schon einen Schuss Essig rein. Hier habe ich Tomatensuppe, Maggi, die habe ich schon länger. Die muss wirklich mal weg. Habe ich gleich zweimal. Also ich habe eine Tüte, aber die werde ich nicht an einem Tag essen, sondern an zwei. Da kann ich auch ein bisschen Tomatenmark reinmachen, ein bisschen peppen, ne? Dass mir das nicht so schmeckt, wie sie sonst schmeckt. Und ja, hier habe ich Nudeln, Tomatensauce am Freitag. Und dann kann ich einkaufen wieder. Dann habe ich meinen Vorrat leer. Und ich hoffe auch, dass ich diesmal wirklich nach dem Plan esse. Weil das mache ich ja eigentlich nicht immer. Aber diesmal möchte ich es schaffen. Mal gucken. So, jetzt höre ich auf zu quatschen, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wir haben es jetzt heute bei mir Mittwoch. Und ich werde jetzt noch bügeln, das Video jetzt noch bearbeiten und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, ciao!